und ganz herzlich willkommen bei Hamburg 1 aktuell. Es ist Montag, der 3. Januar. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr. Kommen wir zu unseren Themen heute. Rasanter Anstieg. Corona-Inzidenz in Hamburg weit über 400er-Marke. Neue Regelungen. Das ändert sich 2022 für Verbraucherinnen und Verbraucher. Weitere Infektionsfälle, Corona-Ausbruch bei den Crocodiles Hamburg. Neues Jahr, alte Herausforderungen. Wieder liegen Feiertage im Zeichen der Pandemie hinter uns. Und wenn die vergangenen Tage eines zeigen, dann, dass es der neuen Omikron-Variante egal ist, ob bei uns Weihnachten oder Silvester ist. Die Fallzahlen steigen mächtig an in Hamburg. Die Inzidenz ist erneut auf Rekordniveau. Und es bleibt die Frage, wie belastbar die Zahlen sind nach den Feiertagen, an denen in Deutschland wohl auch zuletzt wieder weniger getestet wurde. Der Senat sucht nun erneut Wege, den rasanten Anstieg der Zahlen zu bremsen. Das alte Jahr geht, ein neues kommt. Corona bleibt. Auch in den ersten Tagen des jungen Jahres bleibt die Pandemie Thema Nummer 1. In Hamburg klettert die Inzidenz gleich zu Beginn des Jahres auf Rekordhöhe. 440,3 beträgt der Wert am Montag, 982 Neuinfektionen meldet die Sozialbehörde. Auch die Hospitalisierungsrate steigt an auf 3,72. Weitere zwei Personen verstarben infolge einer Corona-Infektion. 64 Erkrankte befinden sich zudem derzeit in intensivmedizinischer Betreuung. Die Hamburger Inzidenz liegt mit dem aktuellen Wert von über 440 deutlich höher als der Bundesdurchschnitt von 232 Infektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Schuld daran dürfte vor allem die zunehmende Ausbreitung der Omikron-Variante sein. Gerade im Norden, also in Hamburg, Bremen, aber jetzt auch in Schleswig-Holstein, sehen wir mehr Omikron-Fälle, aber das wird sich über die nächsten Wochen, denke ich, angleichen. Und wir können fest davon ausgehen, dass diese Omikron-Variante erstmal jetzt die dominierende Variante ist. Wie die Verläufe dann im Einzelnen sind, muss man abwarten. Etwas besorgniserregend ist natürlich, dass eine nicht erfolgte Impfung hier sicherlich ein großes Risiko bedeutet. Laut Mediziner Kluge liegen auf der Intensivstation des UKE bereits zwei Infizierte mit der neuen Variante. In der Stadt gibt es laut RKI bislang 373 bestätigte Omikron-Fälle, über 2700 positive PCR-Tests gelten als Verdachtsfälle. Das für die Sequenzierungen verantwortliche Leibniz-Institut in Hamburg geht davon aus, dass in der Stadt bereits deutlich über 50% aller Fälle auf Omikron zurückzuführen seien. Um das Infektionsgeschehen zu bremsen, diskutiert der Senat bereits neue Einschränkungen. Aus der Innenbehörde hieß es dazu am Montag, die Fachbehörden prüften derzeit, welche Maßnahmen zum gegenwärtigen Zeitpunkt erforderlich seien. Darunter sei auch eine mögliche Testpflicht für Sport im Innenbereich. Ich glaube, wichtig ist einfach, die Impfkampagne weiter voranzutreiben und parallel wirklich gerade in Hochrisikobereichen zu testen. Wir wissen, dass die Omikron-Variante uns nicht so viele Sorgen machen muss, wenn wir wirklich geboostert sind. Denn eine Infektion kann halt immer auftreten. Das ist zwar auch nicht gut, aber was wir vermeiden wollen, ist ja einen schweren Verlauf, sodass ich ins Krankenhaus muss. Und ich denke, man muss alles tun, um wirklich die Zahl der Erstimpfungen und die Zahl der Boosterimpfungen weiter zu erhöhen. Bei denen steht Hamburg im Vergleich der Bundesländer mit einer Quote von 33,3%, aber noch immer auf einem der letzten Plätze. Warum die Boosterkampagne, wie hier am Neujahrstag im Rathaus, noch immer stockt, bleibt vorerst offen. Die Gesundheitsbehörde war am Montag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Neue Erkenntnisse könnte es aber schon am Dienstag auf der Landespressekonferenz geben. Im Bund wird derweil über eine Verkürzung der Quarantäne nachgedacht, um die sogenannte kritische Infrastruktur nicht zu gefährden, wenn die Fallzahlen steigen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszufallen drohen, zum Beispiel in der Stromversorgung, den Kliniken oder bei der Feuerwehr. Das neue Jahr beginnt aber nicht nur mit alten Herausforderungen, sondern bringt auch Neues mit sich. Was sich in diesem Jahr alles für Verbraucherinnen und Verbraucher ändert, geht von einer langsamen Mindestlohnerhöhung bis zum Aus für die Plastiktüte. Die wichtigsten Dinge haben wir für Sie zusammengefasst. Über diese Veränderung dürften sich wohl viele freuen. Die Kündigungsfristen für einige Verträge werden kürzer. So wird die Kündigungsfrist für Zeitschriftenabonnements oder Verträge mit Fitnessstudios ab dem 1. März von 3 Monaten auf 1 Monat verkürzt. Für Handy- und Internetverträge gilt diese Regelung schon seit Dezember. Nicht ganz so zügig gehen die Veränderungen beim Mindestlohn voran. Seit dem 1. Januar gilt ein Mindestlohn von 9,82 €, eine Erhöhung um 22 Cent.
Ab dem 1. Juli soll jeder Arbeitnehmer dann mindestens 10,45 Euro in der Stunde verdienen. Die angestrebten 12 Euro unter der Regierung von Olaf Scholz bleiben vorerst aus. Sollte es sehr weit nach hinten geschoben werden, dann wären wir schon alle sehr enttäuscht, weil das natürlich für viele, viele Menschen bedeutet, dass ihnen was versprochen wurde, was nicht eingehalten wird. Koalitionen müssen sich auch an dem messen lassen, was sie versprechen. Und dass sie das Geld natürlich dringend auch für ihr Leben brauchen, weil die Preise steigen ja. Wir sehen es ja alle bei den Gasabrechnungen, bei den Stromabrechnungen und so weiter, Mietabrechnungen, es wird alles teurer. Mehr Kosten kommen jetzt auf Raucherinnen und Raucher zu. Eine Packung mit 20 Zigaretten kostet ab dem 10. Januar durchschnittlich 10 Cent mehr. Wer gern Briefe verschickt, muss sich mit 85 Cent Portokosten arrangieren und für Postkarten 10 Cent mehr bezahlen als vorher. Neuerungen gelten ab diesem Jahr auch im Fleischverkauf. Auf den Packungen sollen künftig Tierhaltungskennzeichen abgebildet werden und Aufschluss über Transport und Schlachtung der Tiere geben. Künftig ist auch das Kükenschreddern verboten. Die männlichen Tiere sollen nun bereits im Brutei aussortiert oder zu Hähnen aufgezogen werden. Der Einkauf soll nun in Papiertüten oder stabilen Mehrwegtüten landen. Die Plastiktüte ist seit dem 1. Januar im Einzelhandel verboten. Am Obst- und Gemüsestand gibt es weiterhin dünne Plastikbeutel. Mehr Veränderungen für Verbraucherinnen und Verbraucher ab diesem Jahr sind unter www.hamburg1.de nachzulesen. Hamburgs Behörden drohen 2023 und 2024 Einsparungen in Millionenhöhe. Und das betrifft auch die Polizei. Das kündigte Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Mayer heute noch einmal gegenüber 90,3 an. Darüber spreche ich jetzt mit Thomas Jungfer, dem Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft Hamburg. Guten Abend, Herr Jungfer. Guten Abend. Womit rechnen Sie denn? Wie hoch werden diese Einsparungen in Ihren Augen sein? Also ich persönlich rechne damit, dass die Polizei Hamburg pro Haushaltsjahr ungefähr 20 Millionen Euro einsparen muss. Und das ist schon ganz schön viel, was die Polizei da berappen muss. Was bedeutet das denn genau für unsere innere Sicherheit? Müssen wir uns da Sorgen machen? Naja, 20 Millionen, das klingt bei einem Gesamthaushalt von 1,1 Milliarden für die Behörde für Inneres recht klein. Allerdings muss man sagen, dass man 20 Millionen erstmal zusammenbekommen muss, wenn man nicht beim Personal sparen möchte. Und die Gefahr ist natürlich, dass man nicht bei den Polizeiverzugsbeamten spart, sondern im Bereich der Angestellten spart. Und die Angestellten sind diejenigen, die Objektschutz machen, die zum Beispiel vor dem Bundeskanzler Scholz stehen, die die Konsulate bewachen und dergleichen, überall, wo Objektschutz gemacht werden muss. Und wenn man hier spart, dann müssen natürlich Beamte dort eingesetzt werden, um Objektschutz zu machen. Und diese fehlen dann wiederum auf den Streifenwagen. Also von daher könnte die innere Sicherheit tatsächlich in Gefahr sein. Das heißt, Sie vermuten, dass wir weniger Beamte dadurch auf den Straßen in Hamburg sehen könnten. Und dann noch eine andere Frage. Sagen Sie, was bedeutet das denn überhaupt? Können die Beamten das schaffen, wo doch die Überstunden jetzt schon sehr hoch sind? Und es kommen ja auch neue Herausforderungen dazu, zuletzt auch durch Demos, die wir immer wieder in der Stadt gesehen haben. Genau, das ist eine Lage, die dann sehr schwer zu schaffen wäre für uns. Wir hatten im 2021 noch nie so viele Demonstrationen wie im letzten Jahr. Das ist tatsächlich mehr geworden. Und jeder Beamte, der auf dem Streifenwagen fehlt, der kann natürlich nicht für innere Sicherheit sorgen. Das ist tatsächlich ein Problem. Und die Überstunden, Sie haben es angesprochen, die werden natürlich auch nicht weniger, zumal ja auch immer mehr Aufgaben dazukommen. Unter anderem soll auch ein Bürogebäude in der City Nord aufgegeben werden und es soll dann mehr Homeoffice ermöglicht werden. Ist das dann in Ihren Augen eine sinnvolle Möglichkeit, um einzusparen? Also momentan ist es tatsächlich sinnvoll, Homeoffice zu machen, weil wir immer noch die Corona-Pandemie haben. Ich kann aber davor warnen, dass wenn man jetzt Bürogebäude abmietet und man stellt später fest, wenn die Pandemie vorbei ist, ist es doch besser, wenn man auf die Personen zugreifen kann, auf die Kolleginnen und Kollegen, dass man dann wieder Büroräume braucht und man muss wieder irgendwo teuer etwas anmieten. Das könnte gegebenenfalls eine Milchmädchenrechnung werden. Sagt Thomas Jungfer, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft Hamburg. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Schönen Abend. Das Gespräch haben wir am Nachmittag geführt. Ja, und weitere Meldungen aus der Stadt, die sehen Sie jetzt im Nachrichtenüberblick. Die Hamburger Stadtreinigung hat begonnen, die ausrangierten Weihnachtsbäume einzusammeln. Die Abholungen finden in den kommenden 2 Wochen statt und sind kostenfrei. Die Bäume müssen für die Abholung abgeschmückt und nicht über 2,50 Meter groß sein. Für jeden Stadtteil sind dabei 2 Abholtage mit jeweils einer Woche Abstand geplant.
Die genauen Termine für jeden Stadtteil finden Sie unter www.hamburg.de/stadtreinigung. Der Hamburger Landesverband des Sozialverband Deutschland fordert Ausgleichszahlungen für Hartz-IV-Empfänger. Nach Meinung von Landeschef Klaus Wicher würde eine monatliche Auszahlung von 80 Euro den Betroffenen helfen, erhöhte Preise für beispielsweise Strom und Wasser auszugleichen. Außerdem seien Corona-bedingte Einschränkungen wie Kurzarbeit oder Homeschooling für Betroffene schwerer zu verkraften. Hinzu kämen erhöhte Ausgaben für etwa den Kauf von FFP2-Masken. Deshalb müssten die Sonderzahlungen für die gesamte Pandemiezeit gewährt werden, so Wicher. Am Sonntagabend hat die Feuerwehr eine in Schräglage geratene Eiche neben den U-Bahn-Gleisen in Langenhorn entfernt. Durch die Böen war der 25 Meter hohe Baum gekippt und drohte, auf das daneben stehende Feuerwehrgebäude zu stürzen. Mit Spezialgeräten der Feuerwehr Eppendorf wurde die Eiche stückweise abgetragen. Während des Einsatzes konnten die Züge nur mit verlangsamter Geschwindigkeit an der betroffenen Stelle vorbeifahren, damit eine Gefahrenbremsung im Notfall möglich gewesen wäre. Wir kommen zum Sport und auch dort geht das neue Jahr mit alten Problemen weiter. Sowohl der HSV als auch der FC St. Pauli sind zwar seit dem Wochenende im Trainingslager, doch Corona bleibt eine ständige Begleitung. Sowohl Bakary Jatta auf HSV-Seite als auch Luca Zander bei den Kiezkickern konnten aufgrund eines positiven Corona-Tests nicht mit ihrer Mannschaft reisen. Und so kam St. Paulis Trainer Timo Schulz in einer Medienrunde vor der Abreise dann auch nicht ums Thema Corona herum. Ich bin grundsätzlich immer so eingestellt, dass dann das neue Jahr hoffentlich noch besser wird als das alte. Wenn wir das sportlich hinbekommen, dann wäre das schon mal auf jeden Fall eine Ansage. Was die ganzen Begleiterscheinungen angeht, ich meine, das geht ja nicht nur mir so, das geht ja allen Menschen in allen Lebenslagen so. Ich glaube, dass wir uns alle wünschen, dass wir wieder ein Stück weit zurückkommen zur Normalität, dass wir diese vielen Beschränkungen, die wir momentan leider haben, dann irgendwann vielleicht auch ad acta legen können. Ernst wird es dann wieder ab dem 14. Januar, wenn die zweite Bundesliga mit dem 19. Spieltag in die zweite Saisonhälfte startet. Ja, und weitere sportliche Meldungen, die gibt es jetzt kurz und kompakt in unserem Sportflash. Corona-Ausbruch bei den Crocodiles Hamburg. Wie der Eishockey-Oberligist auf Hamburg 1 Nachfrage bestätigte, sind mehrere Spieler und ein Mitarbeiter der Geschäftsstelle positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle Beteiligten haben sich daraufhin in häusliche Isolation begeben. Bisher gibt es einen bestätigten Fall, wo auch der PCR-Test positiv ausfiel. 7 weitere PCR-Ergebnisse werden am Abend, spätestens am Dienstag, erwartet. Die Betroffenen zeigen milde Symptome. Die Spiele gegen die Moskitos Essen und Hammer Eisbären wurden daraufhin abgesagt. Die Hamburg Towers haben ihr Heimspiel gegen Alba Berlin knapp verloren. Vor 2500 Zuschauern unterlagen die Wilhelmsburger dem amtierenden deutschen Meister mit 80-88. Topscorer im Team von Trainer Pedro Caies war Point Guard Jaylen Brown mit 25 Punkten. Mit nun 8 Siegen und 5 Niederlagen rutschen die Hamburger vorerst aus den Playoff-Rängen und belegen Platz 9. Die Türme haben jedoch weniger Spiele absolviert als die Teams vor ihnen. Bereits am Mittwoch ist mit dem ehemaligen Serienmeister Brose Bamberg das nächste große B-Team zu Gast in der Inselparkhalle. Dem Sport droht eine weitere Reduzierung der Zuschauerzahlen. Der Hamburger Senat will aufgrund der weiter steigenden Corona-Zahlen auf der Landespressekonferenz am Dienstag über das weitere Vorgehen beraten. Staatsrat Sport Christoph Holstein hatte gegenüber NDR 90,3 bereits mögliche Kapazitätseinschränkungen angekündigt. Nach bisheriger Eindämmungsverordnung dürfen der HSV und St. Pauli vor bis zu 5000 Zuschauern spielen, die großen Hallenteams vor bis zu 2500 Fans. Fehlt uns der Blick aufs Wetter. Ganz schön windig war es gestern. Das neue Jahr hat mit einer Art Mini-Monsun begonnen. Frank, wie lange dauert es denn, bis wir die Sonne mal wieder länger zu Gesicht bekommen? Ja, es ist gar nicht mehr so lange hin. Und wenn Sie sich genauso sehnen nach diesem Wetter, dann schauen wir jetzt mal auf die aktuelle Wetterlage. Zunächst ist für das Wetter noch tief Ümit verantwortlich. Kaltluft bringt es heran. Mit viel Wind kommt auch noch ein bisschen Regen, später Graupelschauer, aber am Donnerstag naht ein Zwischenhoch. Und das bringt uns dann endlich auch mal einen Tag mit reichlich Sonnenschein. Jetzt haben wir es erstmal mit ein paar Wolken zu tun in der kommenden Nacht. Es fällt noch ein bisschen Nieselregen. Auf der Bahn um die Sonne kommt die Erde morgen der Sonne am nächsten, und zwar morgen früh. Allerdings hat das keine besonderen Auswirkungen auf unser Wetter. Die Temperaturen bei 6 Grad, das Ganze hinter einer geschlossenen Wolkenkuppel.
Wolkendecke. Zeitweise fällt Regen am Vormittag und um die Mittagszeit. Leichter bis mäßiger Regen, der bis zum Nachmittag andauert. Wenn der dann endlich aufgehört hat, lockert die Wolkendecke leider erst dann auf, wenn die Sonne schon untergegangen ist. Die Tagestemperaturen erreichen höchste Werte von 7 Grad. Am Mittwoch dichte Wolken, ein bisschen Sonne zwischendurch, Schnee, Regen und Graupelschauer bei einem stürmischen Wind und Temperaturen um 5 Grad. Und dann kommt der schönste Tag in dieser Woche. Dank eines Zwischenhochs ist die Sonne endlich mal wieder da. 4 bis 5 Stunden wird sie scheinen. Das Ganze bei Frühtemperaturen bei minus 2 Grad. Also Glättegefahr, die wird uns begleiten in dieser Woche. Und am Freitag bei Frühtemperaturen um den Gefrierpunkt anfangs Schnee, später dann auch Regen. Also nasskaltes Wetter mit Glättegefahr. Ja, und dann ist die Sonne meistens schon wieder hinter dichten Wolken verschwunden. Der Rest der Woche ist eher bewölkt und kühl mit Temperaturen um 5 Grad. Und mit den Aussichten wünsche ich Ihnen auch einen schönen Abend. Kommen Sie gut durch die Nacht und damit zurück zu Friederike. Vielen Dank, Frank. Das war es erst einmal von uns. Hier geht es nach einer kurzen Pause weiter mit Nachgefragt. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.